Ich frage mich, wie das wohl mit Japan ist. Bei denen wurde es in 23 zuerst dunkel. Sind vermutlich alle tot, wie der Rest auch. Was gibt's denn? So gründlich vermasselt hat. Ich dachte, ich könnte ihnen trauen. Soll das ein Witz? Wovon redest du da? Wie kommst du überhaupt auf sowas? Vor 5 Jahren. Du bist deine Mutter. Wäre es leicht gewesen. Das ist Wahnsinn, Sophie. Die Peacekeeper haben mehr Waffen. Mehr Männer. Sie werden uns wie Würmer zerquetschen. Ator mag zwar mehr Männer haben, wir haben aber den Heimvorteil. Heimvorteil? Du bist verrückt. Ich verbiete es. Solange ich den Basar leite, wird niemand die Peacekeeper angreifen. Du leitest. Was? Du bist kein Anführer, Karl. Das warst du nie. Deinetwegen haben wir Leute verloren. Kristalle. Du wurdest beinahe selbst umgebracht. Meine Mutter wollte einen freien Basar. Keine Sklaven zu Diensten der Peacekeeper. Ich will den Frieden hier wiederherstellen. Du kannst mir dabei helfen oder gehen. Roger, Humphrey, verhaftet sie! Was macht ihr da? Sie wollen den Basar verraten! Roger! Du hast keine Macht mehr, Karl. Du willst wie deine Mutter sein? Dann wirst du Blut an den Händen haben, Sophie. Viel Blut! Karl hat recht. Wir haben keine Chance in einem offenen Kampf. Sophie! Was zum... Deswegen... werden wir sie zuerst schwächen. Was meinst du damit? Wir werden ihre Hauptstromquelle ausschalten. Ohne UV-Lampen kann Ator seine Basis nicht verteidigen. Sie werden aus den U-Bahn-Tunneln getrieben und von ihrem Waffenarsenal abgeschnitten. Wie soll mich all das zum Zentralring bringen?
Sobald Eito geschwächt ist, wird er sich zurückziehen, um auf Verstärkung zu warten. Dann schaffst du es zum Zentralring, Aiden. Aber zuerst müssen wir das Windrad in die Luft jagen. Und zwar schnell. Bevor Eito Wind davon bekommt, was wir... Barney, versammle unsere Leute. Macht euch bereit. Roger und Humphrey, geht zur Waffenkammer. Stattet jeden mit einer Waffe aus, der kämpfen kann. Du, Aiden, du gehst zu Alberto und Vincenzo. Sie werden dich in den Plan einweisen. Okay. Gemeinschaft und Freiheit, Aiden. Gemeinsam werden wir siegen. Hey, Alberto! Deine neue Rüstung taugt doch nichts. Die ist eher was für einen Käfer als für einen Menschen. Ja, die ist viel zu dünn. Banause! Käferpanzer bieten idealen Schutz. Das ist bestes Handwerk auf dem besten Material. Nämlich aus... Oh je! Dem raucht der Schädel. Nicht zu übersehen. Ich glaube, der platzt gleich. Titan. Die Rüstung wurde mit Titan vom Schrottplatz verstärkt. Deshalb ist die so leicht und schützt besser. Also seid nicht so gehässig. Oh, warum sagt ihr das nicht gleich? Mal sehen. Danke, Vincenzo. War doch nicht nötig. Schon okay, Papa. Ach, die beiden haben gerade die letzten Titanwesten eingesackt. Deshalb bin ich nicht hier. Sophie schickt mich. Du sollst mir irgendeinen Plan verklickern. Der Plan? Mein Plan? Hat Carl zugestimmt? Carl hat zugestimmt? Hörst du, Vincenzo? Nicht Carl. Sophie. Erzählst du es mir oder muss ich raten? Das Windrad. Wir jagen das Windrad in die Luft. Bingo. Das große Windrad, das Picard-Hauptquartier mit Strom versorgt. Wir brauchen aber zuerst die Sprengladungen, die Jack und Joe am Wasserturm gelassen haben. Würdest du sie uns bringen, Pilger? Sobald es hochgegangen ist, gehen alle UV-Lampen im PK-Hauptquartier aus. Dadurch können die Infizierten sie angreifen. Old Villador wird wieder frei sein. Und du? Du kannst problemlos durch die Giftwolke durch und zum, wie heißt der noch? Zum Zentralring? Zum Zentralring, richtig. Woher weißt du, dass die Picards sich zurückziehen und nicht zurückschlagen werden? Weil Papa dieses Windrad entworfen hat. Er kennt es in- und auswendig. Und es ist die einzige Stromquelle der PK-Basis. Ohne das Windrad werden es die PKs keine weitere Nacht in Old Villador aushalten. Wir müssen aber schnell handeln, bevor die Peacekeeper Wind von unseren Plänen bekommen. Also, bist du dabei? Gibt es keine andere? Okay, also, das Windrad versorgt alle UV-Lampen der PKs mit Strom? Ja. So ist es. Das gibt Opfer ohne Ende. Nur wenn die PKs nicht kehrt machen und dahin gehen, wo sie hingehören. Sie haben uns das Windrad geklaut. Es gehörte uns, Lucas und seine Leute. Als sie kamen, verdammt! Es geklaut. Genau. Sie klauten es. Ohne Strom wird Aether niemanden hier halten können. Wir haben Generatoren, kleinere Stromquellen. Sie brauchen eine große Stromquelle. Sie werden sich zurückziehen müssen. Und bevor sie mit Verstärkung vom Zentralring zurückkehren, werden wir selbst den Tunnel versperren. Ihr Commander Jack Matt wird keinen Kampf im Dunkeln riskieren, während ihm die Infizierten und Abtrünnigen im Nacken sitzen. Old Villador wird wieder uns gehören. Und du wirst ins Stadtzentrum kommen. Okay, mal los. Ich bin dabei. Okay, geh zum Wasserturm. Wir werden die Sprengladungen verwenden, mit denen Jack und Joe ihn in die Luft jagen wollten. Gib mir Bescheid, wenn du dort bist. Du musst dieses Windrad
hochjagen. Die Peacekeeper. Wir gehen sie unter Wasser tun und den Sprengkraft holen. Habe ich das getan? Ich verlange mich, Tals zu sprechen. Was ist hier los? PKs. Sie haben uns nach Waffen durchsucht, haben unsere Molotow-Cocktails gefunden und sind dann durchgedreht. Haben jeden in Sichtweite abgeschlachtet. Da hat uns scheinbar jemand auflaufen lassen. Wer? Und wo sind die Bomben für Alberto? Wir konnten ein paar davon rausschicken. Die Kuriere haben sich zuletzt in der Nähe des Star Square gemeldet. Dann Funkstille. Alberto, die Sprengladungen sind verschwunden. Ich gehe zum Star Square. Da wurden sie zuletzt gesehen. Oh, je. Ganz genau. Ja? Sei vorsichtig. Irgendjemand hat uns verraten und verkauft. Finde die Ladungen. Ohne sie kann der Plan nicht laufen. Ich tue, was ich kann. Ich melde mich. Transport überfallen? Sie haben alles und jeden durchsucht. Die Bomben haben sie gefunden. Sie hatten sicher einen Hinweis. Haben sie alles mitgenommen? Weiß nicht. Auf einmal bekamen sie Angst. Was? Wo sind die Sprengladungen? Hey! Sie waren auf dem Hof. Komm, vielleicht haben sie ja nicht alle geklaut. Zum Glück sind die Infizierten aufgetaucht. Da sind alle abgehauen. Die Bomben haben sie wohl liegen lassen. Komisch, nee, dass sie die nicht genommen haben. Waren doch kaum zu übersehen. Trottel. So ein Scheiß. Thank you.
Yeah.